Hallo und willkommen bei Spieldinos mit Melanie und Angelo. Schön, dass ihr reinschaut. Heute geht es um Calico. Das wird auf Deutsch bei Ravensburg erscheinen. Hier ist noch die original englische Version von AEG. Der Autor ist Kevin Russ und das Spiel ist für 1 bis 4 Spieler ab 10 Jahren. Ja, und in Calico versuchen wir natürlich, jede für sich die schönste Patchwork-Decke zu machen und dabei viele Kätzchen einzufangen und noch andere Punkte zu machen. Wie das jetzt genau funktioniert, erzählt euch Angelo in einem Regelüberblick und dann sehen wir zu einem Fazit gleich wieder. Ich zeige euch hier das Setup für eine 2-Spieler-Partie von Calico und zwar schon im fortgeschrittenen Modus, was die Unterschiede im Beginner-Modus sind. Da gehen wir ein bisschen später drauf ein. Jeder Spieler bekommt eine Spielerfarbe und das entsprechende Spielertableau. In meinem Fall ist das hier gelb. Melli hat ein anderes Spielertableau, das haben wir hier schon vorbereitet. Dann haben wir hier 3 Katzen ausliegen. Achtet dabei darauf, dass die erste Katze einen Punkt mit 1 hat, die zweite einen Zweierpunkt und die dritte mit 3 Punkten. Dann werden zufällig diese 6 Muster auf diese 3 Katzen aufgeteilt. Dann legt die entsprechenden Kätzchen oberhalb der Katzenplättchen aus. Jeder Spieler hat ein Set aus 6 dieser Plättchen. Davon nimmt er sich 4. Die anderen 2 kommen zurück in die Schachtel. Die brauchen wir nicht mehr. Von diesen 4 Plättchen, die drehen wir jetzt um, suche ich mir 3 Stück aus und platziere sie beliebig hier auf diesen markierten Feldern. Ich habe mich jetzt also für diese 3 Plättchen entschieden. Dieses Plättchen brauche ich nicht mehr und kommt ebenfalls zurück in die Schachtel. Als nächstes zieht jeder Spieler im Uhrzeigersinn 2 zufällige Plättchen hier aus dem Beutel. Die Plättchen sind geheim, die behält jeder Spieler für sich als geheime Information. Nachdem das gemacht wurde, werden hier 3 zufällige Plättchen ebenfalls aus dem Beutel hingelegt. Ebenfalls brauchen wir noch diese Tafel für die Knöpfe. Das zeigt an, welche Spielfarben und welche Art von Knöpfe es denn gibt. Und jeder dieser Knöpfe ist nachher 3 Punkte wert. Legt diesen oder legt diese Knöpfe und den Marker griffbereit in die Tischmitte, sodass jeder Spieler rankommt. Bestimmt dann noch zufällig einen Startspieler und dann kann das Spiel auch schon losgehen. In Calico, wie Melli schon gesagt hat, versuchen wir eine super flauschige Katzendecke zu patchworken oder wie sagst du immer, zu kilken. Das machen wir, indem wir immer eins unserer beiden Plättchen hier entsprechend der Regeln einpuzzeln, uns ein neues Plättchen aus der Tischmitte nehmen. Dann geht das Ganze im Uhrzeigersinn. Melli wird ihren Zug machen, dann mache ich wieder meinen Zug. Aber wie das jetzt im Detail funktioniert, erkläre ich euch. Jeder Spieler hatte hier sein Spielertableau. Ich habe mir von meinen 4 Plättchen, die ich hatte, 3 hier hingelegt. Die konnte ich ja frei platzieren. Und das sind Siegbedingungen bzw. Punkte, die ich im Spiel machen kann. Jedes Plättchen hat 2 Wertungen, einmal für Farbe und einmal für Muster. Wenn ich beide Wertungen erfüllen würde, bekomme ich die gelbe Zahl. Erfülle ich nur 1 davon, bekomme ich die blaue Zahl an Punkten. Wie läuft jetzt so eine Wertung ab? Es gibt 2 Arten von Plättchen. Einmal haben wir die mit diesen Buchstaben, auf die gehe ich zuerst ein. Die Buchstaben sagen an, dass dieses Plättchen 3 Farben und 3 Muster haben möchte, die gleich sind. Und danach nochmal 3 Farben und 3 Muster, die ebenfalls gleich sind. Dann hätte ich beide Bedingungen erfüllt und würde 13 Punkte bekommen. Ich mache jetzt ein kleines Beispiel, damit ihr es besser versteht. Ich habe meine beiden Plättchen auf der Hand. Davon suche ich mir jetzt 1 aus und lege es hier beliebig in meine Decke. Ich kann das Plättchen hier hinlegen, ich kann es dort hinlegen. Ich muss auf keine Platzierungsregeln achten. Das Einzige, was ich machen möchte, ist eventuell Farbreihen zu puzzeln, denn wenn ich Farben puzzle, bekomme ich hierfür diese Knöpfe. Immer wenn ich 3 gelbe beispielsweise hätte, in beliebiger Reihenfolge aneinander hängend, bekomme ich einen dieser Knöpfe. Darauf gehe ich aber gleich nochmal ein. Und um dieses Plättchen jetzt zu erfüllen, bräuchte ich 3 gleiche Farben plus nochmal 3 gleiche Farben. Und das auch nochmal als Muster, um dieses Plättchen komplett zu erfüllen. Dabei ist es auch egal, wie diese Farben anliegen. Also ich könnte gelb hier haben, ich könnte gelb hier haben und einmal gelb hier. Danach könnte ich noch ein grünes Plättchen hier hinlegen, ein grünes Plättchen hier hinlegen und auch nochmal eins hier hinlegen. Jetzt hätte ich diese Farbbedingung erfüllt, denn AAA steht in meinem Fall für grün und BBB für diese 3 gelben. Genauso würde es mit den Mustern laufen, das habe ich allerdings nicht geschafft, denn ihr seht, ich habe nicht 3-mal das gleiche Muster plus noch einmal 3-mal das gleiche Muster. Selbstverständlich müssen diese Plättchen anliegend an dem Plättchen sein, welches ich werten möchte. Also diese 6 Plättchen, die ich gelegt habe, sind angrenzend an dieses Plättchen und diese beiden sind auch angrenzend für dieses Plättchen. Ich könnte jetzt beispielsweise sagen, diese beiden Grünen sind entweder AA oder BB.
Dann haben wir noch im Spiel dieses Plättchen und diese Art von Plättchen. Wir haben die gleichen zwei Siegbedingungen, unterschiedliche Farben und unterschiedliche Muster. Und in diesem Fall möchte dieses Plättchen 6 unterschiedliche Farben und 6 unterschiedliche Muster. Ich darf also kein Muster und keine Farbe angrenzend an dieses Plättchen haben. Dann hätte ich beide Siegbedingungen erfüllt. Ich habe ja gesagt, es gibt noch Punkte für diese Knöpfe, wenn ich 3 Farben aneinanderhängend habe. Dann gehen wir nochmal hier auf das Spielerbrett. Ihr seht schon, ich habe jetzt 2 gelbe. Wenn ich jetzt hier noch ein drittes gelbe dazulege, beispielsweise so, habe ich sofort eine Punktewertung ausgelöst, denn ich habe jetzt 3 gelbe Plättchen. Ich schnappe mir hier einen dieser Knöpfe, lege ihn hier auf diese 3 Plättchen, um anzuzeigen, dass ich das schon mal gewertet habe. Jeder dieser Knöpfe ist am Spielende 3 Punkte wert. Dann schauen wir uns noch hier diese Katzen an, für die wir Punkte bekommen. Diese Katze beispielsweise möchte 4 Plättchen in einem dieser Muster haben, also das heißt viermal diese Linie oder viermal diese Blumen. Dann bekomme ich hierfür 5 Punkte, wenn diese aneinander hängen. Daran mache ich gleich ein kleines Beispiel. Ihr seht, wir haben nämlich auch hier am Rand schon Plättchen verteilt. Die würden hier jetzt ebenfalls mitzählen, genauso wie diese für Farben mitzählen würden. Ich habe jetzt hier 1, 2 mal diese Linie. Wenn ich jetzt noch eine dritte Linie hier hinlege und später im Spielverlauf sogar hier noch eine vierte Linie hinlege, dann habe ich diese Wertung erfüllt. Ich nehme dieses Kätzchen, das ist 5 Siegpunkte wert, und lege es jetzt hier auf die Linien mit drauf. Und ihr seht schon, ich durfte dieses Plättchen doppelt werten. Ich habe es einmal für die Punkte, also für die Knöpfe, gewertet. Da das aber eine andere Wertung ist, darf ich dieses Plättchen noch einmal dazu zählen. Was ich nicht dürfte, wäre beispielsweise hier nochmal ein gelbes Plättchen reinlegen und dann sagen, ich hätte 1, 2, 3 gelbe Plättchen, weil die habe ich ja schon gewertet, um diese Punkte zu bekommen. Die übrigen Wertungen der Katzen laufen genauso ab. Hier brauchen wir beispielsweise diese Konstellation mit einem der Muster. Ihr dürft hier niemals mixen, das ist nochmal ganz wichtig. Hier will dieses Muster 7-mal aneinanderhängend vertreten sein. Es gibt noch eine kleine Besonderheit. Wenn ich es schaffe, im Spiel alle 6 Farben 3-mal drinnen zu haben und dafür diese Punkte bekomme, dann habe ich einen kleinen Sonderfall, denn dann kriege ich als Belohnung diesen Regenbogen obendrauf als Belohnung und der ist nämlich nochmal 3 Siegpunkte wert. Das heißt also, jeder Spieler macht jetzt folgenden Zug. Ich habe jetzt hier schon mein Muster gemacht, aber wenn ich jetzt wieder an der Reihe wäre, nehme ich eins meiner beiden Plättchen, lege es entsprechend der Regeln hier an, suche mir dann hier ein neues Plättchen aus. In dem Fall möchte ich vielleicht dieses Plättchen haben. Danach nehme ich mir den Beutel, ziehe blind ein neues Plättchen, lege es hier hin. Melli ist an der Reihe und macht das gleiche Spiel. Das Spiel endet, sobald alle Spieler ihre Decke vollgepuzzelt haben. Das heißt, sobald alle Spieler ihr letztes Plättchen eingelegt haben, endet das Spiel und der Spieler mit den meisten Siegpunkten hat eine Runde Calico gewonnen. Wie das Ganze uns jetzt gefallen hat, erzählen wir euch im kurzen Fazit. Wie die meisten von euch ja wissen, sind Melli und ich echt große Katzenfans. Wir haben selber 2 und wir haben sogar eine kleine Calico, weil Calico ist nämlich das englische Wort für Glückskatze und unsere Mausi ist ja also so eine Calico und entsprechend angetan waren wir von diesem Thema und von dem Spiel, als wir das erste Mal gesehen haben, denn wir mögen sowohl Katzen auch als diese Puzzlemechanik und ich denke, dass Calico es echt geschafft hat, hier so ein kleines Wohlfühlgefühl reinzubringen. Wir bauen und wir stricken, wir kilten diese Decke, ich weiß nicht, was der Fachbegriff dafür wäre, wir patchworken die und das macht Calico thematisch und optisch, finde ich, wirklich sehr gut. Wir haben knallige, bunte Farben, wir haben Muster, die Spaß machen, also das alles, wie das umgesetzt ist, finde ich also echt gelungen. Ja, ich bin ja selber auch ein Handwerkertyp oder handarbeite sehr gerne und stricken ist definitiv was anderes. Wir patchworken hier und patchworken ist einfach so kleine Fetzen von Stoff nehmen und zu was schönem bunten zusammensetzen. Und das machen wir hier. Und dabei müssen wir eben darauf achten, dass wir hier Aufgaben haben, denen wir eben ein bisschen nachkommen sollten. Wir müssen auf diese kleine Kätzchen achten. Wir sollten schauen, dass wir immer so kleine farbige Flächen haben, um nochmals Punkte zu machen und. Und ich muss sagen, es hat mich von Anfang an wirklich wahnsinnig gemacht, würde ich schon behaupten, weil ich bin Mensch, ich möchte immer alles richtig machen und alles perfekt haben. Und das geht hier zum Teil nicht, ja. Irgendwann muss man Abstriche machen und sagen, okay, ich gebe einfach diesen Auftrag auf oder ich möchte wirklich nur einen der beiden Bedingungen erfüllen, dass ich überhaupt noch was habe oder ich lasse es ganz sein und hole mir nochmal vielleicht die 6. Farbe und kriege dann nochmal hier meinen Regenbogenbonus, wo ich nochmal 3 Punkte bekomme und. Und das macht das Spiel schön. Es gibt einem immer noch die Möglichkeit, Punkte zu machen. Genau, es gibt halt wirklich viele Möglichkeiten, Punkte zu machen. Wenn ihr so wie Melli der Optimierer seid, dann versucht ihr halt eure Plättchen jetzt schon so zu legen, dass ihr mit einem Plättchen die Bedingung des anderen Zielplättchens erfüllt.
dass ihr dann aber vielleicht schon so angrenzend am Rand seid, dass ihr vielleicht ein Muster oder eine Farbe vom Rand noch mitnehmen könnt, damit ihr quasi die Farbe voll kriegt oder eine der drei Zielkatzenbedingungen erfüllt. Also dieses Optimieren, das macht so wirklich einen Knoten im Kopf, das macht aber auch das Spannende und den Reiz bei Calico aus, dass man halt hier nicht einfach ein Blättchen legt und oh, ich habe hier so ein kleines Ding gemacht, sondern in der Kennerversion, so wie wir es euch gerade gezeigt haben, da ist das halt der Reiz, dieses Optimieren. Ich habe gesagt, es gibt noch eine Beginner-Regel. Dort gibt es keine Zielplättchen, die werden einfach umgedreht. Das heißt, ihr geht dann nur auf diese drei Zielkatzen und ihr macht Farbpunkte, also ihr holt euch diese Knöpfe, wenn ihr diese drei Punkte habt. Ich finde, das ist eine gute Idee, weil es gibt ja auch Spieler, die jetzt sagen, ich möchte vielleicht nicht mit dem Kopf so sehr zu zerbrechen oder ihr spielt mit wenig Spielern. Dann könnt ihr Calico immer noch wunderbar spielen als Familienspiel. Wenn ihr aber sagt, ich möchte den vollen Calico Feeling-Einsatz, dann spielt ihr so, wie wir es euch gerade gezeigt haben. Dann aber auf eure eigene Gefahr, ihr werdet einen kleinen Knoten im Kopf haben. Oder rauchende Ohren, je nachdem. Ich finde es wirklich schön, dass sie gelöst haben und sagen, man kann es ein bisschen abgespeckt machen, man kann es komplett abgespeckt machen. Es gibt dann auch noch eine Varianz bei diesen kleinen Kätzchen, wo man hat, hier hat der Angelo gesagt, so 1, 2 und 3 Punkte. Es gibt auch ein Setup für die Familienvariante, da wird dann eben vorgeschlagen, welche Katzen genau man nimmt. Da ist es dann ein bisschen einfach angepasst von allem. Die Muster verändern sich, also man hat hier auch wirklich viel Varianz drin. Man kann immer wieder mal neue Taktiken probieren oder wenn man merkt, okay, das läuft überhaupt gar nicht so, wie ich will, dann gehe ich halt doch lieber auf was anderes und lasse eben was fallen. Und das finde ich das Tolle. Ich muss aber sagen, bei meinen Punkten bin ich immer so in dem gleichen Bereich. Bis jetzt habe ich es auch nur einmal geschafft, einen Anschluss zu besiegen. Ich bin kaum stolz, gebe ich zu, Leute. Ich gewinne ja echt nicht oft gegen Maddie, aber Calico scheint gerade mein Spiel zu sein. Vielleicht spiele ich es deswegen auch gerade so gerne. Und ich denke, das soll auch das Schlusswort sein. Calico hat bei uns wirklich gezündet. Es macht Spaß. Es hat in allen Runden, in denen wir es unter den Corona-Bedingungen spielen konnten, ebenfalls sehr gut gefallen. Wenn ihr also ein abstraktes Puzzle-Legespiel sucht, schaut es euch auf jeden Fall an. Das Ganze wird noch dieses Jahr oder soll dieses Jahr voraussichtlich bei Ravensburger auf Deutsch erscheinen. Wir haben die französische Version, wir haben uns einfach die englischen Regeln bei BoardGameGeek runtergeladen. Das war's aber von hier. Wenn ihr Lust habt, von uns ist das Ding ganz klar eine Empfehlung. Wir sagen vielen Dank fürs Reinschauen. Lasst uns gerne noch ein Like da, kommentiert das Ganze, dann können wir ein bisschen mit euch diskutieren und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao! Ciao.